Hallo, ich bin's, der Marius vom Kanal Lechshonde. Ey, das stimmt doch gar nicht. Oh. Ich bin doch der Marius vom Kanal Lechshonde und ich sage herzlich willkommen, Michi, hier auf meiner Fläche. Vielen Dank, dass ich da sein darf. Wir machen heute zusammen eine Folge Raw & Uncut und ich klaue dir das Mikro, damit man mich auch versteht. Bei Raw & Uncut, wer das Format kennt, der weiß, 25 Minuten wird nicht lang gelabert, sondern es geht direkt los. Ich starte die Kameras und den Timer. Und ich bin auch dabei. Und dir wünsche ich viel Spaß. Und die Kamerafrau ist auch dabei. Wir haben hier heute Full House. So, ich mache mal hier den Timer an. Der Detektor ist schon am Start. Patsch, patsch. So, Moment. Schön mit Matsche pfützen. Ja, heute ist echt wieder. So, 25 Minuten. Moment, ich setze hier erstmal die Kamera auf. Der ist an. Der zappelt heute ein bisschen, der Detektor. Machen wir noch den hier an. Ich sollte noch Handschuhe anziehen. Ne? Wie wäre das? Dann habe ich nicht so matschige Hände. Meine alten Handschuhe sind leider kaputt gegangen. Aber das ist nicht schlimm. Habe ich mir hier die guten mal gekauft auf der DSM. Für einen Zehner. Mal gucken, wie lange die halten. Die davor haben beim AliExpress 3 Euro gekostet. So, wir gucken gleich mal. Was haben wir hier schon? Haben wir hier schon das erste? Nein, haben wir nicht. Schade, Schokolade. Naja. Suchen wir mal hier eine Bahn, damit der Michi auch ein bisschen Platz hat zum Laufen. Na, das klingt mir nach nichts. So, wir orientieren uns mal hier an diesem Grünstreifen. Das ist doch, glaube ich, ganz gut. Wenn ich nicht mehr da bin, bin ich stecken geblieben. Ja, heute ist echt matschig. Es hat eigentlich die komplette... Moment. Es hat eigentlich... Na, das brauchen wir nicht graben. Es hat eigentlich die komplette Woche geregnet. Heute ist eigentlich so der erste Tag... wo es mal nur am Vormittag geregnet hat. Dementsprechend sind die Acker gut durchtränkt. Und ja, was soll ich sagen? Michi, du kannst ruhig die zweite Bahn nehmen, weil die bin ich schon einmal bei Raw & Uncut abgelaufen, direkt am Stoppel. Quasi, wenn du noch eins neben den Simon gehst, genau, dann haut das hin. Spart dir Zeit. So ein blöder Acker, da gibt's gar nichts. Ja, genau. Du sollst auch was finden hier schließlich. So. Wir hoffen, dass wir heute hier was finden. Aus Erfahrung weiß ich, dass hier auch schon mal gerne Müll liegt. Aber das ist mir wurscht. Wir können ja die guten Funde rausfiltern. Der Junior ist heute auch mit am Start. Er ist da drüben mit seinem neuen Xterra Pro und findet hoffentlich auch was. Der ist schon am Signal dran. Das freut mich. Heute hier ist volle Sondel-Action. Heute ist hier echt richtig ackervoll, so voll. Aber hier ist also... Puh. Naja, wir gucken mal. Da höre ich es schon piepen bei Michi. Bei Michi piept's. Bei mir piept noch nichts, leider. Dann werde ich gleich ganz neidisch, so wie das piept bei ihm. Hoffentlich piept es bei mir auch gleich. So. Was gibt's Neues im Lechsondeland? Eigentlich gar nicht so viel. Es ist kalt geworden. Ja. Bitte? Ja, steck ein. Gucken wir uns später an. Nimm mal mit. Kalt und nass. Kalt und nass und bäh. Und wir müssen den Ofen schon anmachen. Oh, hier. Nee, da ist zu viel Eisen, sorry. Ja, du kommst immer gleich rüber gelaufen. Ja, ich bin neugierig. Aber... Naja. Kalt und nass ist es, Ofen ist an zu Hause. Was gab's? Patrone? Patronenboden. Ah, Patronenboden. Ja, immer gern genommen. Ein sehr gutes Signal. Ja, leider, ja. So, Leute. Ich hoffe, das sage ich euch bei jeder Folge Raw & Uncut, dass ich hoffe, dass wir genug finden. Boah. Und du sagst schon wieder oft so. Sage ich das? Mache ich das? Ja. Das ist nicht gut. Das muss ich mir abgewöhnen. Ja.
Hier ist zu viel Eisen. Na endlich, hier haben wir doch mal eins, was sich lohnt. Schauen wir mal. Ein 80er. Könnte auf jeden Fall was werden. War mindestens eine Patrone. Heute habe ich mal Gummistiefel an. Die habe ich ja sonst nie an. Also ich habe ja immer meine normalen Schuhe an. Aber heute habe ich gedacht, Gummistiefel sind heute angebracht, weil heute ist echt barzig. Und wer hat keine Gummistiefel? Ja, die Kamerafrau, die hat keine Gummistiefel. Die geht aber auch nicht so oft mit. Also zumindest in der Vergangenheit. Vielleicht ändert sich das ja, dann kriegst du Gummistiefel gesponsert. Mit Lechsonde Logo. Hä? Ah, hier. Ah, hier habe ich schon einen Abdruck. Hier ist irgendwas. Ich muss es nur noch finden. Wo ist es denn hin? Ah, hier, eine Patrone. Hm, schade. Ich hatte gedacht, das ist ein Münzabdruck gewesen, aber naja. Was nicht ist, kann ja noch werden. Das kommt schon noch. Kommt schon noch. Aber warum kommt die mit 80 rein? Das ist ja... Tolles Wetter. Hm. Naja, der Boden ist gut leitfähig, ist gut durchtränkt. Ja, ich dachte, das wäre ein leises Signal, aber das war nichts. Na, die Signale muss man immer ein bisschen reinhören. Aber hier liegt halt echt auch viel Müll. Aber das macht nichts. Boah, das zwitschert ganz schön rum hier, der Detektor. Muss ich mich ganz schön konzentrieren. Ja, das letzte Mal, wo wir hier waren, haben wir auch einen Raw Uncut zusammengekriegt, aber vielleicht klappt es ja diesmal wieder. Ich möchte jetzt mal, genau, das habe ich jetzt lange nicht gemacht persönlich, ich habe es zwar in den letzten Videos mal eingeblendet, und zwar habe ich einen neuen Rekord erreicht, was Kanalmitglieder angeht, und da möchte ich einfach mal Danke sagen. Oh, Moment, ich sag gleich Danke. Wenn du es dann noch weißt. Erstmal, oh, warte mal, jetzt ist es wieder schlecht geworden. Ich grab das trotzdem mal, weil hier aus einer Richtung doch der gute Ton überwiegt. Kommt mit 83. Ich bin mir fast sicher, dass es ein Nagel wird, aber wir gucken mal. Der Michi piept's auch schon wieder. Okay, das, ich glaube, wir bewegen es schon, oder? Nee, ist doch kein Nagel, aber es ist was mit Eisen, leider. Es ist hier irgend so ein Ding. Okay. Ein Ding. Ein Ding! Na, komm her, du. So, genau. Und zwar wollte ich Danke sagen an alle Kanalmitglieder, weil einige sind jetzt echt schon, boah, ich weiß gar nicht, seit 2 Jahren Kanalmitglieder oder 3 Jahren. Und da möchte ich euch danken, dass ihr mir da die Treue haltet, weil ich sag mal so, es gibt jetzt nicht so super viel Mehrwert für die Kanalmitglieder, aber das liegt einfach, ihr wisst Bescheid, erstmal kurz graben. Wir haben es draußen auf jeden Fall. Ich hocke mich hier auf meine Tasche. Hier neben den ganzen Kartoffeln, das ist nämlich ein Kartoffelacker gewesen. So, müssen wir es. Der Junior. Junior flucht. Warum fluchst du? Münze? Schnapsdeckel. Ah, super. Oh, ich habe hier, glaube ich, einen Teil von einem... Das ist ein Beschlag, glaube ich. Und ich glaube, bei so einem Kram, da ist der Michi, der Fachmann. Er kennt sich da aus. Bei so Gliedergürtel, Schnallen, Krams. Das könnte aber auch von einem Miederhaken hinten von einem traditionellen sein. Oder es ist einfach nur so verziert. Es kommt auf jeden Fall ins Coinpad, was ich heute nicht dabei habe. Aber das zählt jetzt als erster Fund. Ah, passt, passt. Ich liege ja daheim im Keller. Ich bin ja nur vergesslich gewesen heute. Heute? Heute war ich das erste Mal vergesslich in meinem Leben. Ja, genau. Sonst vergesse ich nie irgendwelche Nein. Sachen. Du vergisst nie den Spaten, die Kopfhörer. Oh, den Spaten, ja, da habe ich ja auch schon Sachen erlebt.
Also einmal habe ich ihn am Feld stehen lassen mit einer Münze. Komm mal her. Zählt es auch für so einen Uncut? 50 Mark Pfennig, was? Herkommen, zeigen. Zeig doch mal, komm mal her. Okay, wir gehen mal weiter. Kommt er dann schon. Die Zeit läuft. Ja, also Spaten auf jeden Fall. Was steht denn hinten drauf? Wir wollen es sehen. Hier war doch gerade ein Signal, da bin ich jetzt doof. Ja, das ist doch gut. Gib es mal der Kamerafrau, die hält das mal in den... Da muss ich auch mal gucken. Wow, cool. Das sind 50 Pfennig, die Regen bringt Segen, das ist voll gut. Ja, mega. Super. Finde ich gut. Und ist was Altes. Dein erstes Altes. Aber nicht beschädigt und sehr gut erhalten. Und der erste Pfund mit dem neuen Detektor, X-Terra Pro. X-Terra Pro. Auf jeden Fall hat der Junior. Der Junior hat Glück. Die erste Münze, im Gegensatz zum Senior. Du hast dein Grabungsmesser stecken lassen, Michi. Oh, hier. Hier scheppert es wieder. Oh, mit 78. Naja, ich befürchte, das wird wieder eine Patrone. Oh, was ist denn das hier? War das hier schon? Warte mal, ich glaube, das hier könnte... War das hier schon was? Nee, das sieht nur so aus. Schmeißt es mir fort. Richtig abgeworfen. Passt, ja. War knapp. Gar nicht erlaubt. Jetzt haben wir es raus. Ich bin mir sicher. Wir gucken. Hier. Ja, Patrone, oder? Patrone, sage ich doch. Oh. Ja, wo geschichtlich viel los war, da ist halt auch, liegt halt auch sowas, ne? Weil schon in der Geschichte, Menschen wollten sich schon immer auslöschen. Genau, zurück zu den Kanalmitgliedern. Ich sage nochmal vielen Dank, dass schon so viele mir so lange die Treue halten. Aktuell sind wir 13 Stück. Und ja, wie gesagt, hilft mir, wenn ich mal ein bisschen Zubehör kaufen muss, wie zum Beispiel hier so Handschuhe. Ja, vielen Dank dafür auf jeden Fall. Jetzt geht's hier weiter, in der Hoffnung, dass wir noch ein bisschen was finden. Wie lange sind wir denn schon unterwegs? 12 Minuten. 12 Minuten. Sind wir unterwegs? Naja, eine Münze ist ja schon mal sicher, auch wenn sie nicht von dir ist. Naja. Oder kann man doch zählen lassen für Familie Lechsonde? Ja, ist vom Junior. Bleibt im Lechsonde-Dunstkreis. Weiß ich. Gucken wir mal, ob wir das zählen lassen. Mal schauen. Ja, ja, das hier. Nee, das ist. Sorry, ist zu viel Eisen. Also hier haben wir auf jeden Fall irgendwas. Das schauen wir mal nach. Ich habe jetzt gar nicht geguckt, in welchem Leitwert das reinkommt. 83? Naja, ist das das hier? Nee, zum Glück nicht. Ich bin gespannt. Oh, es ist was Großes. Es ist was... Ich glaube aber, es ist nur Blech. Es ist nur blechmäßig. Das ist nix. Kann ich wegtun, leider. Naja. Schade, Schokolade. Weiter geht's. Da lassen wir uns ja nicht unterkriegen davon, von so ein bisschen Blech. Oh, da. Oh, 55, das ist ein gutes Signal. Ich habe gehört, mit 55 kriegt man schöne Sachen rein. Ich weiß es von mir, von so Mitte, Ende 50 kommen schon mal schöne Silbermünzen, die echt schick dann sind. Die letzte Silbermünze, die richtig gute, die ich gefunden habe. Ich muss erst mal arbeiten hier. Ich kann nicht reden und das alles gleichzeitig. Hier liegt sie doch, oder? Ja, hier haben wir doch was, aber das ist keine Silbermünze, sondern es ist ein Arsen-Bronze-Knopf. Das ist auch in Ordnung. Der hat hier eine schöne Verzierung drauf, oft sind da Pferde drauf oder sowas. Genau. Ich mache hier wieder zu.
Kann ich die wieder nehmen? Okay. Klar. Zack, kommt in mein Coinpad. So. Ja, sehr gut. Ja. Der nächste Find. Nächster Fund hier auf dem Acker, ein Heller. Die sind meistens so 1700 rum. Also auch cool. Ich habe gedacht, hier auf dem Feld, da findet man schon was. Also, das war jetzt der Junior vom Papa Sonde. Genau, das ist Simon. Genau, schaut da auch mal beim Papa Sonde rein. Der hat auch immer richtig tolle Flächen und auch Funde am Start natürlich. Und ja, heute ist er zu Gast bei mir. Wenn ihr die Folge noch nicht gesehen habt, vor 2 oder 3 Wochen kam eine Folge, da war ich einen Tag bei ihm zu Gast. Könnt ihr auch gerne mal reinschauen. Haben wir auch ein paar schöne Sachen gefunden bei ihm. Oh. Nee. Nee, das klingt nicht so gut. Leute, was haben wir denn alles bis jetzt? Wir haben einen Knopf. Eine Verzierung, einen Knopf. Eine 50 Pfennig sich Regen bringt. Segenmünze haben wir hier jetzt im Video gefunden. Also der Junior hat das gefunden, die 50 Pfennig. Wir gucken mal, wir brauchen noch 1 oder 2 Funde. Wir haben noch 10 Minuten Zeit. Ich denke, das ist absolut drin. So, 70 haben wir hier. 70. Oh, Leute, das Spekulieren über das, was das ist, das macht ja irgendwie jeder. Und meistens liegt man falsch. Und wenn man dann doch mal richtig kann, sagt man, mit Ansage. Ich bin hier noch ein bisschen gleichgewichtsgestört. Was ist denn das? Ja, irgendein neuzeitlicher Quatsch. Okay, da war irgendein Gewinde dran. Das sah aus wie irgendeine Mutter oder sowas. Oder eine Schraube, besser gesagt. Okay, gucken wir weiter. Ich dachte hier... Genau, hier war nämlich noch eins. Na, dann komme ich nochmal. 52? Ja, da musst du nochmal herkommen. Ganzen langen Weg. Oh, aber hier ist wieder sehr fest. Der Boden. Ach, na komm schon. Oh. Ich glaube, wir haben es schon. Ja, guck mal. Okay, oder auch noch nicht. Mach ich hier nochmal. Hier kommt was. Was ist das? Das ist, glaube ich, nix. Das ist nix, leider. Aber naja, macht ja nix. Kann ja nicht immer was sein. Eben. Jetzt kommt wieder die Zeit, wo ich Handschuhe brauche. Ja, und... Und Nasenwärmer. Also mir ist noch warm. Das Einzige, was ich jetzt machen könnte, ist mir meine Mütze aufsetzen. Die habe ich ja dabei. Aber das sieht immer so komisch mit den Ohren dann aus. Naja. Ich könnte über meine schöne Käppi vom Detektoren-Shop. Detektoren-shop.de. Ja, vom lieben Tim. Meine schöne schwarze Käppi mit magentafarbener Spule. Könnte ich eigentlich auch meine Kapuze drauf drüber setzen. Das kannst du machen. Juhu, das hört sich gut an. 64. Oh, 64 ist immer... Ist entweder Alu, weil Alu ist ja quer durch sämtliche Leitwertbereiche vertreten eigentlich. Könnte aber auch so ein Augsburger sein, weil die kommen auch so in den... Au, guck mal hin hier, da ist er rausgefallen. Guck mal hier. Ich glaube, es ist ein Knopf, ein französischer Militärknopf von der 14. irgendwas Brigade. Ja genau, es ist französisch, das kennt man immer direkt an dieser Verzierung und den kannst du auch mal umdrehen. Da hast du auf der Rückseite dann diese typische Doppelkreuz-Öse für den Faden von den Franzosen. Ja. Die können auch alt sein, die sind, können auch so 17. Jahrhundert sein. Tu mal hier rein, zack. Das nicht vorhandene Coinpad. In mein Coinpad, was heute in meine Jacke ist, aufgeschraubt. So, dann ist halt heute Knopftag, aber das ist mir auch egal. Muss es auch mal geben.
was wir hier schon an Münzen gefunden haben auf dem Nachbaracker, das ist ja auch unbeschreiblich. Wir haben ja einmal in einer Folge, ich glaube, 5 oder 6 Münzen in 25 Minuten gefunden. Hier muss ich mal kurz hier... Nee, das ist hier nichts. Das ist gar nichts. Oh, hier, Moment. Na gut. Aber ich denke, mit den Funden, da kann man das auf jeden Fall mal gelten lassen, schon diese Folge Round Uncut. Weil es soll ja auch so ein bisschen das... Oh, ich muss meinen Detektor lauter einstellen hier. oh, hier. Ha, guck mal her. Hier, komm mal her. Oder ist es das? Nee, das ist es nicht. Ich habe mich verguckt. Aber es liegt auf jeden Fall oberflächlich. Hier liegt irgendwas. Ach Gott, ich sehe es schon. Ich dachte, es wäre was Gutes. Schick. Ja, ist total super. Ganz toller Fund. Ganz toller Fund hier, den nehmen wir mit. Macht sich der Acker die Reifen nicht kaputt. Der Bauer die Reifen nicht kaputt, so rum. So, weiter geht's. Wo ist hier mein Gras? Hier vorne. Also, das ist auf dem Acker, nicht mein Gras. Also, nicht, dass hier Gerüchte, nicht, dass hier Gerüchte entstehen. Die Wiesenspur auf dem Acker. Die Wiesenspur auf dem Acker, an der ich mich jetzt hier lang orientiere für... Dadurch, dass hier so viele Sachen nebeneinander liegen, das müssen wir graben, da kommt kein Eisen mit rein, da ist nichts dran zu meckern an dem Signal, das ist kurz und knackig. Kurz und knackig. Ja. Aha, hier unten, jetzt ist ein bisschen Eisen mit dazugekommen, weil es ist nämlich hier eine keltische Drahtfibel. Ja. So kann man es auch nennen. Ja, wir tun sie mal in die Schrotttasche, falls es doch keine sein sollte. Falls es doch nichts Keltisches sein sollte. Sie ist vielleicht kalt. Was? Keltisch, kalt. Kalter Draht. Ja. Kältere Drahtsachen. Naja, egal. Ja, Leute, so ist es nämlich hier. Ja, das ist immer das, wenn hier so viele Sachen liegen. Ihr hört es ja wahrscheinlich auch, dass hier sehr viel Müll liegt. Und da muss man immer genau hinhören und genau schwenken. Und deswegen bin ich gar nicht so gesprächig. Aber wir machen das schon. Der Simon hier, der Sohn von Papa Sonde, der ist hier ein ganz schöner Schnellsondler. Der ist ja schon gleich am Ende vom Acker. Da muss er umdrehen. Ich glaube, wir schaffen es nicht mal bis zur Hälfte. Wir haben nämlich nur noch 2 Minuten. Oh nein, komm, ein schöner Fund wäre noch gut. Vielleicht ist es der Reichspfennig, der die Folge rettet. Was heißt retten? Wir haben ja schon, hey Leute, wir haben in 25 Minuten viele Sachen gefunden. Ja. Unter anderem den kalten Draht. Genau, unter anderem eine keltische Drahtfibel. Ich glaube, so werde ich die Folge nennen. Die keltische Drahtfibel. Clickbait, olé. So, wo ist denn hier jetzt? Okay, es ist hier im Rand. Oh, ach nee, das hier. Hä? Hier oben. Ich sehe es nicht. Ja, was? Ha! Oder? Doch nicht, ha. Ich freue mich immer und dann nix. Ich glaube, es ist nur ein abgebrochener Knopf. Man muss sich aber über nichts freuen. Ja, nee, ich muss mich da nicht freuen. Das ist hier nichts. Das sieht im ersten Moment so aus wie eine Münze. Ich zeige euch das mal, damit ihr seht, warum ich mich gerade so gefreut habe. So sieht es aus, aber auf der Rückseite hast du halt die Niete. Das ist nur ein oller Knopf. Nicht mal verziert und nichts. Na dann, zack ich. Eine Minute noch. Oh, 1,22 sogar. Ich sag ja ungefähr. Da muss man schon korrekt arbeiten hier bei Round Anchor, weil hier zählt jede Sekunde. Mal. 49. Naja, 49 gab auch schon mal schöne Sachen, aber meistens ist es nichts. Meistens ist es einfach nichts. Wir haben es schon bewegt.
drückt mir die Däumchen. Nee, ist nix. Weiter. Schnell. Wir haben doch keine Zeit. Oh, hier schon das nächste. Also hier. Ich fürchte, das hier wird das letzte Signal sein. Weil noch 23 Sekunden. Und so schnell kriege ich das nicht ausgegraben. Ihr wisst ja, wie es ist. Hier drüben. Mal gucken, mit was wir die Folge beenden. Ist ganz witzig. Die Folge ist zu Ende. 25 Minuten sind rum. Ist ganz witzig immer. Steigt noch gar nichts. Ich bin schon neugierig. Hä? Was ist am Spaten? Nee, es war ja gerade schon in meiner Hand. Ich glaube, wir hören mit einer Münze auf. Ja, tatsächlich. Haha, ist das geil. Es ist wahrscheinlich ein Augsburger. Moment, ich mache den ein bisschen sauber, dann machst du dir die Finger nicht so schmutzig. Wir hören mit einer Münze auf. Was gibt's Besseres? Ah nein, das ist eine... Ein Heller aus Ravensburg, erkennt man an den zwei Türmen vorne drauf. Richtig geil. Ein einseitig geprägter Heller aus Ravensburg. Das freut mich ja. Und das als Abschlussfund. Das ist cool. Ich weiß nicht, ob man das erkennen kann. Ja, ich blende das doch ein. Leute, du zeigst es jede Menge... Oh, hier erstmal runter damit. Jede Menge Münzen. Also jede Menge Münzen. Wir haben zwei Münzen in der Folge. Davon habe ich eine gefunden. Ein paar Knöpfe. Wir haben den Papa Sonde. Was braucht man mehr? Ich würde sagen... Damit war es eine gelungene Folge. Mein Dank geht nochmal raus an die Kanalmitglieder, an den lieben Tim vom detektoren-shop.de. Und wenn ihr Zubehör für euren Detektor braucht, schaut auch gerne in meinem Shop vorbei, detektorprinz.de. Danke, dass ihr so lange dran geblieben seid. Und damit sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal bei Raw & Uncut oder in einer großen Folge, wie ihr wollt. Tschüss. Tschüss.